Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Oh, leck mich. Ich hab den Schild. Okay, das war ein schwererer Boss, als ich erwartet hatte, tatsächlich. Der war auf jeden Fall besser als dieser komische, kleine, orangene Wolf da. Das war, ja. Aber egal, das war ein besserer Boss auf jeden Fall. So, raus hier. Boss ist done. Dungeon ist done, lol. Aber es gab noch einen zweiten Weg, glaube ich, den ich nicht genommen habe. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie... Ich werde mir das mal ganz kurz anschauen, weil ich habe leider keinen Plan. Elden Ring Grab Azuria. Grab des Helden von Azuria. Streitwagen zerstören? Was? Man kann die zerstören? Genau, goldenes Epitaphum, bla bla bla, haben wir schon gemacht. Genau. Folgt dem einzigen, wir bleiben wirklich zu einer Schräge. Ihr könnt wieder zurückbleiben und kurz direkt beim ersten Mal runterrennen. Ja. Geht rechts in die Deckung, bla bla bla. Okay, kennen wir. Zwischen zwei Säulen verschnaufen, ja. Ja. Bla bla bla, Leiche. Ihr könnt geradeaus weiter die Schräge hoch. Nö, brauche ich nicht. Habe ich schon. Oder euch Ebene fallen lassen. So, recht in der Nische Deckung. Bla 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 bla. Nebeneinander. Rennt und wechselt auf halber Teilstrecke die Spur. Genau. 1 Meter. Geistertallilie und Steinschildschlüssel haben wir. Nochmal eine Gräbertallilie. Okay. Ja. Goldene Rune 7 haben wir auch. So, nach der ersten Schräge fallen lassen. Genau, das haben wir gemacht. Versteckter Bereich und Streitwagen zerstören. Beim letzten Schreiben vor dem Boss kann man auf der Höhe der Leiche und goldene Rune auf einen Volksbalken fallen lassen. Genau. Man schafft uns Heiligfett. Das habe ich gemacht. Asche der niederen Soldaten, ja. Jetzt zurück zu den Holzbalken und lasst euch auf die Steinbögen. Genau. Auf die Säule schlagen, was unter dem Effekt, dass die Flammen danach in den Gang im Wagen werden. Rennt hier nach kurz Richtung Süden und geht kurz links, bis der Wagen wieder oben fährt. Sprintet runter. Federtalisman des Schmelzsieges habe ich. Linke Hand, wir landen immer mit der feuerspuckenden Säule. Genau. Schlagt, damit das Licht auf den Raum mit dem Schreitwagen fällt. Lauft am Ende des Ganges, wo gerade die Items lang. Ja.
Oh. Okay, man kann die zerstören. Okay. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig hier. Man kann die zumindest zwei Streitwagen zerstören. Wir müssen uns fallen lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, komm, wir gehen hier lang. Es geht schneller, glaube ich. Stirb einfach. Danke. Okay. War es ein Fehler, den Leben gelassen zu haben? Nö. Okay. Oh wow, hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie ich so schnell da hinkommen soll. Schaffe ich doch niemals. Oh mein Gott.
So, da unten ist der Talisman, den haben wir. So, hier gibt es jetzt diesen Aufzug. So, Aufzug. So. Okay, so ist es richtig. Wir müssen so durchlaufen. Da haben wir es. Kriegsasche, heiliger Boden, Baumwächterhelm, Baumwächterrüstung, Stulpen und Beinschutz. So, fuck you, ihr Fickviecher. Und mit diesen Lichtern kontrolliert man nämlich die Spawn-Kontrolle von den Viechern. Und ja, wir haben es so gemacht, dass wir hier einen gespawnt haben. Und die zwei sind gegen den gefahren. Und dadurch haben wir quasi drei Viecher gekillt. Das war's. Ja, man musste einfach nur einmal durchlaufen überall. Ja, das war's eigentlich. So, dann Seitengruft. Die geile Seitengruft. Hätte ich nicht gedacht, ne, dass da noch so ein Secret drin ist, ne? Ist schon heftig, dass da noch so ein Secret war. Okay, hier gibt's einfach nur ein Boss-Typ. Okay, das heißt, wir müssen einen Hebel suchen. Okay, du fliehst und lockst mich wahrscheinlich in eine Falle. So, wo ist der große? Da hat er Bumm gemacht. Und unten ist er. Man kann hier runterfallen. Wollen tue ich das aber gerade nicht. So, was ist hier? Ach so, man muss gleich runterfallen. Wo ist der Knackpunkt? Oh, nice. Ist mir egal. Teleporterfallen kannst du gerne aktivieren. Ach so, die teleportiert mich auch wieder zurück. Okay. Ach so, ich weiß, wo wir sind. Das ist das, wo wir jetzt hier runterfallen hätten können, ne? Ja, da oben ist ein Fenster. Das ist genau das, wo wir hätten runterfallen können. Okay, was wartet hier unten mit Fick 4 auf mich? Wo bist du? So ein kleines Misty. Dich habe ich schon gesehen an der Decke. Haben wir eigentlich so einen Angriff dafür? Ja, haben wir nicht. Ich verschwende doch nicht meinen guten Angriff dafür. Da oben ist der Hebel, da müssen wir hin. So. Moin. Okay, da ist nix. Gut. Da oben ist eine Tür, da müssen wir auf jeden Fall hin. Da ist auch eine Tür. Na, du Krötenvieh. Ciao. Komm noch runter.
Kannst du dich eigentlich selber töten da oben? Okay, hier ist wieder eine Falle. Dann gehe ich erstmal hier lang. Ciao. Falle voraus. Hey, ist auch eine Falle? Ey, dieser Dungeon ist nur aus komischen Rauchfallen. Ah, ne, das ist doch gut. Ach, jetzt gehst du runter, hä? Jetzt gehst du runter, du kleines Misty, hä? Du kannst auch da unten bleiben. Arsch. Schade. Idiot. Nicht hier. Ja, stimmt. Das. Hä, wo ist das Ding hin? Hier war doch der Hebel. Dann ist das. Das ist jetzt der Anfangsraum. Okay. Ich geh mal runter. Das ist nicht mehr der Anfangsraum. Ja. Das sind zwei verschiedene Räume. Weil sonst stand hier die Gräber-Talide nicht mehr. Das heißt, dieser Raum hier ist auch komplett neu. Dieser Raum ist auch komplett neu. Gar nicht gesehen, dass da noch was ist. Ja, danke, ne? Ich wusste schon, dass das nicht so einfach sein kann. Das bedeutet, das hier ist natürlich auch ein anderer Raum. Als der, wo wir gerade drin waren. So, das hier ist ein anderer Raum, ne? So, da oben sind wir rausgekommen, sind die jetzt hier komplett drum gegangen. Hier ist jetzt noch ein Teleporter. Und hier ist jetzt noch ein Teleporter. Ich gehe mal hier rein einfach, nur um zu gucken, wo wir hinkommen. Wenn wir an demselben Ort auskommen, ist gut. Wenn wir an dem... Das könnte richtig sein. Das könnte richtig sein, yes. Das war doch easy peasy. Ich glaube aber, wir müssen noch eine andere Kiste benutzen. Okay, es war doch nicht so easy peasy. Aber hier geht es immerhin weiter. Mal gucken, wo wir hinkommen. Kann es sein, dass es drei Räume gibt? Genau, da war nichts. Jetzt sind wir wieder hier. Hm. Das ist der Standardraum, richtig? Nee, ist es nicht.
Ritualtopf. Okay, ja, immerhin. Also gibt's drei verschiedene Räume. Genau, wieder hier. Weil hier war der eine Raum mit dem großen Gefäß und das kleine, das explodiert. Ah ne, es gibt zwei Räume. Ne, zwei Räume. Es gibt nur zwei. Oder Ebenen, besser gesagt. Zwei Ebenen. Ja, und jetzt müssen wir nur in die andere Ebene. Um da hinten reinzukommen. Und wir haben welche Truhe benutzt? Die hier unten, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt die hier benutzen. Theoretisch. Ja. Ich wette, man kann die jetzt nochmal benutzen. Theoretisch. Um in den... Ja, mal gucken. Wenn nicht, dann müssen wir diese Truhe vielleicht nochmal benutzen. Wenn wir jetzt nicht zum Hebel kommen. Nee, hier ist der Hebel. Dann haben wir. Achso, ich dachte, da kommt ein Monster oder so. Alter. So, das ist nämlich der. Muss ich nur zurückfinden, ne? Jetzt muss ich nur zurückfinden. Bin ich jetzt schon zurück? Ja. Blutverlust versuchen. Erstens schwacher Feind. Okay. Ach du schon wieder. Asche der Kriegsgefäße oder Kriegergefäße. Aber sie sind nur so kleine, ne? Ah, die sind ja langweilig. Okay, das war's. This was the dungeon. The dungeon of the Seitenhütergrab oder Seitengruft, ne? Randgebiete der Hauptstadt haben wir durch. Seitengruft von Azuria. Oder? Ne, Auriza. Auriza. Das bedeutet, wir haben alles fertig. Die Randgebiete sind durch. Wir haben alle Dungeons gemacht, ne? Geil. Geil. Ich weiß aber noch nicht, ob wir schon nach Lyndell gehen sollen, ne? Eigentlich... Nee. Wir machen das anders. Ja, Lyndell will ich machen. Aber wir gehen nach hier. Wir gehen nach hier. Nach hier. Nach hier. Und dann nach hier. Hier wird, denke ich mal, auch ein Boss sein. Und wir müssen noch irgendwie hier runter. Das weiß ich noch nicht wie. Und wir müssen noch irgendwie dieses Gebiet machen. Also, ja. Ja, 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 ja. Das untere Gebiet haben wir schon gemacht. Ne? Festung Late und den ganzen Scheiß. Haben wir alles durch.
Aber wir gehen jetzt erstes Gelmir-Lager. Da sind wir auch schon durchgeritten und haben alles gemacht. Deswegen können wir da einfach auch wieder durchreiten. Wir haben 84.000 Grünchen. Ich weiß nicht, wie viel die Runen die Typen mir bringen. Oben waren wir schon, da brauchen wir nicht hin. Wir müssen nur hier lang. So, und wie komme ich nach... so komme ich nach da unten. Ja, okay, dann weiß ich, wie ich nach unten komme. So. Hier haben wir eigentlich schon alles gemacht. Genau, hier können wir einfach nach oben krabbeln. Also, wir haben eigentlich schon relativ gut hier erkundet, ne? Hier war ja so ein kleiner Miniboss oder was war hier? Irgendein komisches Vieh, was wir hier besiegen mussten. Auf jeden Fall. Eigentlich sogar wirklich ein Boss? Ich weiß es gerade gar nicht. Da ist einfach eine Nachricht auf dem Stein. So. Wir sind schon diesen ganzen Gekrümmel hochgelatscht. Ich sehe da hinten aber eine Nachricht. Ach so, ja. Kennen wir schon. Brauchen wir nicht. Hier geht's zum normalen Händler normalerweise. Da brauchen wir nicht hoch. Da hinten lang brauchen wir auch nicht, weil da sind nur diese Viecher. Da waren wir schon. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt, dass wir schon ein bisschen was gemacht haben. Na, ciao, ne? Der hängt da oben dran. Kann ich eigentlich nach unten schlagen? Ah ja. Kann ich wirklich. Und ich hab den Fett. Oh, hi. Zum Glück bin ich nicht auf dir gelandet. Der eine ist, glaube ich, gerade die Leiter hochgeklettert. Weißt du, er chillt hier einfach seine Base, ne? Tja. Er greift nicht den Händler an. Als ob die mir folgen. Ist der gerade da runtergeflogen? Ja, komm noch her. So, hier waren wir ja quasi auch schon. Hier haben wir sogar die Gegner schon besiegt. Alle. Also brauchen wir hier oben nicht mehr zu fighten. Wir können direkt hier runterjumpen eigentlich. Hier war so ein bisschen Wahnsinn im Dorf, genau. Hier war das Ding, genau. Haben wir auch schon geklärt. Warum bin ich immer noch im Fight? Ich habe doch keinen Gegner mehr. So, und hier sind wir drüber gelatscht. Boah, Alter, das geht mir so im Sack, ne? Das sind diese scheiß Viecher, die mich noch einmal verfolgen. Obwohl sie mich eigentlich nicht mehr verfolgen können. Und das nicht akzeptieren wollen. Ich setze mich jetzt hier ans Feuer und dann sind die resettet, die Scheißviecher. Ich hasse es nicht, auf meine Karte gucken zu können. So.
Also nach hier kommen wir, wenn wir hier diese Brücke folgen. Dann kommen wir dahin. So wie ich das gerade eben gesehen habe. Genau, jetzt geht es nämlich hier weiter zu 2 und zu 3. Aber das können wir auch in der nächsten Folge machen. Genau, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns, sehen uns. Bis dahin, haut rein und tschüss.